Vorab erstmal ein fettes Dankeschön an EA, dass ich Season 11 vorab schon testen durfte. Heute geht es um die neue Waffe in Season 11, die KSMG. Ich pinge sie hier mal mit Ash. Ist eine sehr, sehr interessante Waffe, die erste Hybrid-Waffe in Apex Legends. Ich habe mich anfänglich gewundert, als ich die Waffe in die Hand nahm, denn ihr seht unten rechts, ihr seht ein Logo. Also an dem Waffenständer in der Firing Range ist sie bei den schweren Waffen, ist aber sowohl eine schwere als auch eine leichte Waffe, was ich sehr interessant finde. Wie ihr seht, wie gesagt, leichte und schwere Munition seht ihr hier als Logo. Wir können mit einem Tastendruck auf dem D-Pad nach links ganz einfach die Munition wechseln. Wichtig hierbei ist zu beachten, jedes Mal, wenn ihr merkt, okay, ich wechsle jetzt mal die Munitionsart, ist das eine komplett neue Nachladeanimation. Und was auch interessant ist, mal abgesehen davon, dass die Waffe wirklich relativ easy zu handeln ist, sagt Ash jetzt out of heavy ammo, und dann musst du mit einem Steuerkreuz-Tastendruck nach links eben die Munition ändern. Und also ich muss sagen, die Waffe ist wirklich sehr geil. Und ich bin jetzt schon mal gespannt, ob ihr genauso wie ich denkt, dass diese Waffe vielleicht sogar eine starke Konkurrenz für die R99 sein könnte. Ich werde euch gleich noch einen direkten Vergleich zwischen R99 und KSMG geben. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, Moment, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen, wir inspizieren die Waffe erstmal. Optisch sehr geil, muss ich sagen. Sieht genial aus. Wer noch nicht das Video auf meinem Drittkanal gesehen hat, da zeige ich alle legendären Skins. Falls es schon online ist, bin ich mir Stand jetzt noch nicht ganz so sicher. Was können wir überhaupt ausrüsten? Ganz wichtig, das ist natürlich auch klar. Wir können, egal ob wir das schwere Mech nehmen, wir können natürlich auch sagen, oh, ich habe keinen Bock auf das schwere, weil ich finde ja gerade ein leichtes, kann ich auch das leichte Mech nehmen. Es ist total genial. Also es ist eine absolute Allrounder-Waffe. Ich muss aber sagen, sie sollte eher im Nahkampf benutzt werden, wie die 99 eben. Wir können zusätzlich noch einen Schaft drauf machen. Wir können einen Laufstabilisator dran machen. Und wir können maximal, also das goldene Visier geht auch dran. Und wir können, das ist das höchste Visier, Moment, das Bruiser-Visier geht glaube ich auch noch, genau. Aber ab dreifach hört es auf. Dreifach-Visier können wir nicht mehr drauf machen. Was gibt es noch zu beachten? Ich zeige euch, Moment, dazu mache ich aber dieses Visier mal wieder runter. Ich mag das Visier nämlich überhaupt nicht. Moment, ich will das hier haben. Wir nehmen mal noch ein bisschen Munition mit und gehen mal an die Wand mit dem Rückstoß. Ach, bevor ich das mache, ganz wichtig, natürlich der Schaden. Beinschaden 10. Moment, das war immer noch zu tief. 13 auf den Oberkörper, 20 auf den Kopf, und es ist völlig egal, welche Munitionsart ich wähle, der Schaden bleibt gleich. Zack. Und jetzt zeige ich euch einmal den Rückstoß mit Laufstabilisator anvisiert. Achtung, ohne Kontrolle natürlich. Zack, jetzt machen wir den runter. Im Endeffekt muss man fast nur nach unten gegenhalten. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann ist das ein bisschen spürbarer. Machen wir es hier nochmal. So. I'm out of heavy ammo. Hier hat sie jetzt sogar nachgeladen und hat automatisch auf die leichte Munition gewechselt. Das hat sie vorhin nicht gemacht. Warum auch immer, kann ich jetzt hier nicht beantworten. So, jetzt knallen wir hier mal noch den Laufstabilisator drauf. Und wir sehen, es ist auf jeden Fall ein kleiner Unterschied. Er ist nicht ganz so krass, wie ich finde, aber die Waffe ist, wie gesagt, absolut easy zu handeln. Ich finde, sie ist leichter, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, diese Waffe ist leichter zu handeln als die 99, muss ich einfach mal sagen. Und ich möchte jetzt mal einen direkten Vergleich euch zeigen in der Time to Kill. Grob, sage ich jetzt einfach mal. Wo ist denn der Laufstabilisator? Da ist er. Ja, und in der Feuerrate. Übrigens auch ein direkter Vergleich hier. Beinschaden 9 zu 10 bei der KSMG. Ist die KSMG schon mal stärker. Körpertreffer 11 zu 13 war es, glaube ich, bei der KSMG. Und der Kopfschussschaden bei der 99 waren 17 zu 20. Alleine der allgemeine Grundschaden ist schon höher.
Und wenn wir jetzt die 99 einfach mal mit der Time to Kill und ich ziele nur auf den Oberkörper. Und jetzt die K. Also mit Sicherheit, wenn alle Schüsse treffen, wird die 99 minimal schneller sein, aber kaum spürbar. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber dafür, dass die K-SMG meiner Meinung nach deutlich leichter zu handeln ist, würde ich eher die 99 liegen lassen und die K-SMG mitnehmen. Alleine schon der Fakt, dass wir zwei verschiedene Munitionsarten wählen können und jederzeit uns fast überall bedienen können, auch mit dem Magazin, ist einfach ein enormer Pluspunkt für die Waffe. Und ich muss sagen, auf keinen Fall OP, das muss ich auch gleich mal sagen. Diese Diskussion jedes Mal, OP ja oder nein, ist hier auf jeden Fall überflüssig. Eine geile Waffe. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Waffe haltet. Ich finde sie jedenfalls mega genial. Das einzige Manko, was ich gesehen habe, ich habe ja den Early Access nutzen können, auch auf der neuen Map, auf PC-Lobbys. Schwierig. Aim Assist und so weiter. Wenn man das auf der Konsole gewohnt ist, war es mir definitiv gameplay-technisch auf der neuen Map nicht ganz so einfach, weil da der Aim Assist einfach deutlich schwächer ist. Aber darum soll es nicht gehen. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der KSMG haltet. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal.